Wenn die alleine ist, wird er wahrscheinlich eher weglaufen, als zu versuchen, uns beide zu erlegen. Wenn er denn nicht noch, ne? Weiß man ja nicht. Wir werden sehen. Versuchen wir es. Wir sollten nur halt auf dem Rücken achten, ne? Ich habe nur keine Ahnung, sollen wir das Leder mitnehmen, was hier hinten noch liegt? Ach, das ist das. Ich weiß, wo hier vorne ein Gewehr drin liegt. Ich packe die Schote. Funktionstüchtig? Also die Schrotflintmunition immer bitte mit. Das nächste dann. Okay. Sehe. Nee, das Fleisch hat er mitgenommen. Sehe ich gerade. Okay, der wird weitergezogen sein. Knocheninnereien und Fett sind noch da. Okay, ich habe alles. Der wird weitergezogen sein mit dem Fleisch. Hier ist die andere Tür, ist hier noch zu. Wo ist hier die andere Tür, ist noch zu? In der Kneipe. Na, hier im Restaurant. Kannst du reinkommen von außen? Ja, ist aber keiner drin. Was war das? Ja, ich bestimmt. Nein, nein, außerhalb. Oh, ich hab mich gerade erschreckt. War ein Grafikfehler, ne? Es ruckelt es gerade ganz kurz Richtung Elektro. Komm raus? Ja. Bist du in deinem Haus? Ich sitz, ja. Ja, alles klar, seh dich schon. Eben gerade habe ich irgendwie eine kurze Bewegung in die Richtung gesehen, aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich bin echt durch. Sind wahrscheinlich gleich tot. Der liegt hier irgendwo mit seiner Mosin auf dem Feld und wird uns gleich zerlegen. Ja, da war ich auch schon, zumindest habe ich reingeguckt, aber von außen, aber es gibt halt immer noch die Gefahrenzone. Andere Seite. Ja, da oben ist halt gefährlich. Oben ist nichts. Oben ist sauber. Okay. Du ist auch sauber. Dann müssen wir mal auch ein bisschen auf Rauch achten am Horizont. Der wird sich wahrscheinlich irgendwo eine Wälder Lagerfeuer machen. Das kann natürlich auch sein, dass das so ein Survivor ist. Den wir vielleicht auch nicht direkt erschießen dann, wenn er am Lagerfeuer sitzt. Was? Schuppen. Schuppen, ja. Auf umgekippte Bäume achten und so ein Klimbim. Okay. Dann lass mal weiter. Ja, ist ein starker Baum, ne? Bei mir hackt. Warte. I wait. Alles gut. Okay, komm mal mit, da oben habe ich gerade einen Hochstand erspäht. Oh, wie ich gerade gedacht habe, da steht ein Wolf in der Wiese. Also wenn das wirklich... Ja. Wenn das wirklich mich mal so in der Form überraschen sollte, ne, dann spiele ich für eine ganze Weile kein Daisy mehr. Zumindest nicht alleine. Nicht alleine. Was ist denn jetzt der blöde Hochstand? Hab ihn doch eben noch gesehen. Ach da. Jemand drauf? Nee, keiner drauf. Ich darf da übrigens nicht mehr raufgehen, Leute. Das ist, ich habe Verbot bekommen von Hingi. Ich habe mir immer nicht die Hände gewaschen, wenn ich da hoch bin und dementsprechend dann. Vielleicht solltest du mal wieder hochgehen, weil mir ist mir nicht mehr. Bitte. Ich habe mich nur ein Stück hinter dir hingelegt. Also auf Rauchfahnen am Horizont achten. Hast du mal geguckt wegen der Festplatte? Ja, Schnaddy hat das in den Blick. Die hat das schon gegoogelt und gemacht und mit eingesetzt. Okay. Ich brauche nämlich auch eine neue Platte, damit er wieder mit aufnimmt, damit wir Bild im Bild liefern können.
Und dass er auch selber mal auf seinem Kanal was raushauen kann. Inki hat nämlich mittlerweile einen Kanal, nur dass er aktuell live Daisy läuft. Krauche durch die Wälder. Und ja, so als Gimmick zwischendrin vielleicht nochmal Daisy-Folgen parallel zu meinen hochladen. So. Ah. Lass mal bei der Stallung anfangen, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, ist eigentlich egal. Wegen der Mosin oder so, aber hier hat man halt den schöneren Blick übers Feld und so. Irgendwo muss der Wärter hier ja sein, der hier durch die Gegend schleicht. Hä? Hab ich gerade was Das gehört? denke ich auch. Oh, es ruckelt schon wieder, statt einwärts. Da könnten wir auf Konflikte stoßen. Halt es mal ein bisschen im Auge. Guck das. Geh mal hier in der Halle, diesen Böller. Das kriegt ihr noch mit, oder ne? Ansonsten nehme ich ihn mit. Wird eng. Ja, warte, warte. Ich komm. Was ist das? Oh, warte mal, hier liegen auch noch Knochen und Schickenfedern. Wir sind demjenigen auf der Spur. Oh Gott, ich bin rotdurstig. Das Problem ist, unten in der Stadt ist ein Brunnen. Genau, leg dich doch hin. Alles gut. Ich weiß auch nicht, wie dieser Survivor gepolt ist. Weißt du, wenn du Pech hast, dann erschießt er alles. Oh Mann, ey. Ja, vielleicht ist gleich, ne? Ja, so kann man es auch sehen. Komm schon, geh durch. Wir müssen dringend in die Ortschaft zum Brunnen. Habe ich eigentlich irgendwas, um in die Ferne zu Hat gucken? noch Nee. Pfirsiche, ist das Pfirsiche? Was für ein Ding? Pfirsiche? Pfirsiche? Ach so, ja, so dringend ist noch nicht. So, ich gehe jetzt mal unten in die Stallung rein, oder bist du schon drinne? Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Ist halt die Frage, wohin er will. Hast du die Tür auf? Ja, das war ich. Ich bin hinter dir. Das mich gerade erschreckt. Okay, hier liegt eine Blaze. Die nehme ich erstmal mit. Also ich tendiere ja, dass er mit dem Sniper unterwegs ist, also mit irgendwas. Eine Langschusswaffe. Black Raincoat, okay.
Ja, vielleicht ist der auch straight auf der Suche einfach nach Viehzeug, weißt du, man weiß es immer nicht. Der läuft jetzt auf der anderen Seite der Mauer. Halt! Das hatte ich gar nicht vor. Okay, die Tür ist zu. Oh, come on! Ruckeln und nicht weiterkommen. Ich weiß auch nicht, wollen wir den vorher dann ansprechen, Hinky? Ja, also. Oh Mist. Na gut, lassen wir das Messer. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich lasse das Reding hier, ne? Das Hirschgedöns. Das nimmt einfach zu viel Platz weg. Das Rehfell meine ich. Ach, du bist schon raus, ja? Ja, rotes Backsteinhaus. Das habe ich gerade akustisch ja nicht verstanden. Backsteinhaus, rotes. Okay, alles klar. Das ist jetzt verwirrend. Nee, ich habe sie richtig rum auf. Zwei Räder für den Sedan, Hinky. Super. Gehst du mal auf? Oh, schon wieder so ein Dachbodenhaus. Geht hinten aus dem Backsteinhaus raus und laufe nach links ins Wachenhaus. Ja, aufpassen, da sitze ich schon drinnen. So. Achso, und das Waffenhaus? Nee, ich sitze hier gegenüber in dem braunen. Oh, wie man da wieder nicht durchkommt. Ja, da stehen Batterien drin. Was? Echt jetzt? Denke ich andauernd. Genau, den Nagelboxen. Ach so. Diese Kinder. Die erleichtern mir nicht unbedingt das, das Orten von Geräuschen. Ich gehe jetzt mal zum nächsten Backsteingebäude. Oh, das ist auch noch zu. Fatal. Bin drin. Uah! Gott! Bleib draußen. Oh. Ui! Ja. Komm mal rein hier, Jägersmann. Rechts hinter mir, an den Füßen. Wahrscheinlich schon wieder über alle Berge. Als Survivor umgeht man ja im Allgemeinen Städte. Man geht ja nur hin, wenn es nicht anders geht. Ja,
so langsam wird's. Jägersmann incoming. So, weiter geht's. Also irgendwen oder was sind wir auf der Spur? Ich habe immer so Ruckler Richtung Ortsausgang, ganz kurze. Als wenn wir dem hinterherlaufen, wortwörtlich. Okay. Oh, geh doch durch! Wo bist du? Was? Wo bist du? In einem, ja, großen gelben Gebäude. Holzhaus. Wo die Apfelbäume sind. Ich wollte eigentlich mal so langsam Richtung. Ja, alles klar. Richtung. 2 mm, warum? Oh, ja, nö, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du für eine Pistole in der Brusttasche hast da. Kann ich dir so nicht sagen. Ich hab eine. Ja. Müsste eigentlich passen. So, wo bist du? Ich hier. Okay. Ich sitze nämlich direkt eigentlich vorm Brunnen. Ich traue mich nur nicht ran. Soll ich das Risiko eingehen? Warte, ob ich da bin. Okay. Ich geh bloß nochmal hier hin, den ich dann gucken. Schon krass, und das ist das Geile an Daisy. Das ist das Geile. Man weiß, man rennt jemand hinterher, weiß nicht, wo er ist. Oh nein, das ist er nicht, das ist Hinky. Okay, hätte nicht jetzt Schinder schießen können. Hätte, ne? Wem hättest du schießen können? Ich dich gerade. Ja, wo bist du denn? Ich sitze gegenüber vom Eingangstor, so ungefähr. Da, wo die Äpfel sind, die Apfelplantage. Oder ein paar Äpfelbäume. Bist jetzt in dem zweiten Waffenhaus, ne? Weil. Aber jetzt erzähl mir mal. Oh, Alter, nervt das. Ich höre dich laufen. Glaube ich ja. Jedenfalls, ja, okay. Ja. Das ist der Brunnen. Ich würde sagen, hier in dem Ding kenne ich mich schon ein bisschen aus. Okay. Da war ich nämlich schon oft genug. Ja, jetzt habe ich mir erstmal so einen Gaskocher eingesteckt. Und Leute, das sind keine Schüsse. Es klingt ein bisschen danach, aber es ist irgendwie nur kleines Feuerwerk, was hier hinten auf dem Hof gezündet wird. Ich könnte die erwürgen. Okay. Bin soweit durch. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie wir jetzt weiterlaufen. Am Waldrand lang, oder?